Floristik ist für mich einfach die Vielfalt an Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken. Also ich meine, kommst du in einen Raum rein und es stehen Blumen dort, siehst du sofort ein Lächeln auf dem Gesicht. Schenkst du Blumen, siehst du ein Lächeln auf dem Gesicht. Mein Name ist Björn Kroner, ich bin 40 Jahre jung, Floristmeister. Floristik ist meine Leidenschaft. Ich lebe in Berlin und arbeite mittlerweile weltweit. Der Impuls in meinem Leben, dass ich Florist geworden bin, lag eigentlich daran, dass ich schon im Kleinstkindesalter bei einer Floristin im Dörfchen unterm Tisch saß und während der Weihnachtszeit da schon Gestecke gemacht habe. Und danach war für mich eigentlich klar, okay, das wird die Richtung, ich werde Florist. Und dann fing die Ausbildung an. Gut, da war ich jetzt 16, 17 und war verdammt jung. Und mit 20 habe ich schon meine Lehre beendet. Ich wollte mich dann auch international fortbilden und dann kam die Meisterschulzeit schon. Vom Finanziellen her musste ich definitiv durchkalkulieren, weil ich jetzt auch nicht die Mittel von zu Hause aus hatte, dass ich sagen kann, okay, jetzt gehe ich mal salopp zur Meisterschule. Der Antrag zum Aufstiegs-BAföG war eigentlich relativ einfach, weil es war klar, worum es geht. Wenn ich jetzt diese Förderung nicht gehabt hätte, dann hätte ich, glaube ich, nochmal wirklich ein paar Klinken putzen müssen, weil ich das so nicht hätte stemmen können. Naja, also meine Meisterschulzeit war der Impulsgeber definitiv fürs Ausland. Im August habe ich meinen Meister gemacht. Im Oktober, November, Dezember war ich schon auf den Kanaren und habe darauf schon im Jahr 2005 im März in Amerika in Boston angefangen, in einem riesengroßen Familienbetrieb. Ein Highlight in meiner Karriere war definitiv die Weltmeisterschaft der Floristen 2010 in Shanghai. Dort bin ich für Deutschland gestartet und habe den 5. Platz belegen können von 20 Ländern, die teilgenommen haben. Und natürlich jetzt gerade meine laufende Serie Garten und Lecker beim WDR. Also wenn ich jetzt nochmal meine Meisterschulzeit Revue passieren lassen würde, kann ich es für denjenigen, der sich wirklich gerne weiterbilden möchte, nur empfehlen, das zu tun. Weil es einfach nochmal ganz neue Horizonte öffnet, neue Türen öffnet. Und ja, für mich war das die beste Entscheidung ever.